Ja, hallo ihr Lieben, Stefan Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Ja, ich wollte nochmal, wir haben wieder so viele gefragt nach Julian Zietlow oder Jürgen Zietlow, wie wir ihn ja immer liebevoll nennen. Und ja, ich wollte, okay, ich kann nur nochmal kurz was zu machen. Ich weiß immer gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was da jetzt, glaube ich, wieder der Aufreger ist, ist, also er ist ja wieder mit seiner Frau jetzt zugange irgendwie, wobei das deutet er ja auch an, dass das keinen Bestand haben wird jetzt, so, weil er sagt, ja, ich ist so toll, ich kann hier hinkommen und muss aber auch nicht bleiben. Und meine, er ist halt so eine unruhige Seele. Ich finde, man sollte es auch nicht unbedingt, das an sich nicht unbedingt bewerten, dass also wenn jemand so ganz viel, aber auch nicht positiv, wir positiv und negativ bewerten. Also es gibt halt Menschen, die suchen ganz viel Beständigkeit im Leben und das kann auch manchmal zu viel sein. Da wünscht man vielleicht manchmal ein bisschen mehr ausbrechen. Und es gibt Menschen, die sind quasi ständig am Ausbrechen so und immer nur das Neue und schaffen überhaupt nicht eine Beständigkeit so. Ne? Und wie gesagt, vielleicht hat er die auch früher geschafft, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall gerade in so einer sehr umständigen Lebensphase. Wie gesagt, ich finde es immer noch so sehr Midlife-Crisis-mäßig. Und immer was Neues, immer was Neues. Also es, das ist halt interessant, ne? Also während Leute, die so sehr beständig sind, werden von vielen als eher uninteressant empfunden. Was natürlich eigentlich nicht gerechtfertigt ist so richtig. Während Leute, die ständig was Neues produzieren, und ständig immer bam, 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 nächste Action, nächste Drama, funktioniert natürlich auf Instagram viel besser und ja, sind interessant, wird geklickt und ich meine, letzten Endes, ich bin ja auch, wenn man so will, psychologischer Influencer hier und klar, man richtet sich auch ein bisschen dann, das muss man halt immer wieder im Kopf behalten, also mich ist da auch irgendwo ein Influencer so, ne, und da kommen wir gleich auch zu, er macht auch die Sachen, die viele Influencer machen, dass sie erst über Sachen reden und dann ihr Produkt verkaufen. Und er ist also meiner Sicht ist ein begnadeter Verkäufer. Ich meine, ich habe ihm damals noch nicht gefolgt, aber er hat ja irrsinnig erfolgreiche Marke aufgebaut mit seinen Produkten. Und ich meine, Ansicht nach ist er ein begnadeter Verkäufer. Und ich sehe das jetzt hier auch wieder, dass er Sachen verkauft. Was, ich meine, mache ich auch, ne? Ich finde, man sollte es ein bisschen transparenter machen vielleicht, aber jetzt ist es eigentlich wie so ein typischer Influencer. Ich habe gerade mal in die Storys reingeguckt, dass er da, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Rapé oder was weiß ich, dass er da seine Drogen erstmal 5 Storys, wie geil. Und dann auch, hupsa, hier kann man das bei mir irgendwie erwerben und wie ein Influencer, ne? Und vielleicht, ich würde mir mal wünschen, das wäre ein bisschen transparenter, so, dass also hier ist das Produkt und aber gut, es ist ja auch. Und alles, und da muss man, glaube ich, auch viel einordnen, dass er einfach ein hervorragender Geschäftsmann ist und ihr schon irrsinnig viel Geld verdient hat mit seinen diesen Coaching-Calls, die er da gemacht hat. Und was soll man dazu sagen? Also mir ist das immer schon suspekt und ich fütter da mal Ego, wenn diese Profile, also mich riecht das immer so ein bisschen auf, aber es ist kleinkariert, weiß ich. Wenn ich das schon sehe, diese Profile, so ich folge niemandem. Ich lösche immer alles, alle Beiträge, ist immer so ein weißes Blatt, weil ich ja so unheimlich wichtig bin und immer was Neues produziere. Das finde ich schon immer ein bisschen lame, muss ich sagen. Aber und ansonsten, ja, also was man gut sehen kann, wie weit man in unserer Welt damit kommt, wenn man völlig sich nur um sich dreht, das ist ja auch so seine Religion, also immer nur mein eigener Spaß. Ich meine, wer bin ich, dass, wie gesagt, wenn er das mit seinem Leben machen will, ist sein absolutes Recht. Also das muss man ihm immer zugutehalten. Er macht, was er will. Und seine Umgebung beugt sich da auch teilweise drunter, ne? Also die beugt sich da drunter und weil anders kann ich mir nicht erklären, dass seine Frau, also der hat ja wirklich gehörig wehgetan. Ich meine, das ist sowieso, was ich immer nicht raffe. Warum muss man die Bad Guys immer zurücknehmen? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr es mir verraten, weil für mich ist das auch der, ich gönne denen alles und wenn denen das Spaß ist, ist ihr Leben, ne? Aber wenn du halt keine Grenzen hast, wie das auf mich so wirkt aus der Ferne, dann nimmst du halt auch immer wieder zurück, ne? Und dann wird er jetzt wieder die nächsten
20 Mädels durchnehmen. Aber ich meine, es ist sein Leben. Das ist, also, wie gesagt, könnte man ja auch kopieren, ne? Also, wenn man meint, wie gesagt, das ist so toll. Nur diese ständige, also ich sehe ihn halt auch als Influencer, der letztlich auch irgendwas will. So. Weil warum müsste man jeden Furz auf Instagram packen, ne? Wenn man nicht, also entweder einen tierischen Selbstdarstellungsdrang hat, was ich nicht so spirituell finde, oder was verkaufen will, ne? Und das wird vielleicht manchmal nicht so richtig deutlich, aber ansonsten, wie gesagt, er kann sein Leben leben, wie er will, und seine Frau meint. Also für mich wirkt das wie, ich habe überhaupt keine Grenzen, was seine Frau da macht. Und ich finde es auch irgendwie, es ist manchmal ein bisschen wie so ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann. Aber es ist Content, der super gut, wissen wir alle. Müsst ihr nur ins Reality-TV reingucken. Leute sich schlecht behandeln, wird geklickt ohne Ende. Und kann man ja noch nicht mal richtig sagen, ob die sich jetzt schlecht behandeln. Also letztendlich ist es ja auch ihre Wahl irgendwie. Aber ansonsten, ich persönlich finde es schwierig, dass er sich immer so darstellt, dass er, also er ist immer der glücklichste Mensch der Welt, immer der glücklichste Mensch der Welt. Und ja, dadurch, dass er sich nur um sich dreht und auch viele, wie soll ich mal sagen, sich da auf ihn eintunen und das auch mitmachen, kommt er da verdammt gut mit durch die Welt, ne? Das denke ich auch immer ganz oft. Was denken wir eigentlich, warum ist man eigentlich immer so nett? Weil ich meine, das sollte man sowieso nicht sein. Apropos People-Pleaser-Kurs. Also er wühlt sich da durch und kommt ja hervorragend mit klar. Ich denke immer, warum muss man nicht einfach irgendwie so ein, ich könnte es einfach nicht, warum muss man nicht irgendwie so ein Arschloch in der Welt dann hängen, also ich will ja noch nicht sagen, dass er eins ist, aber dann kannst du machen, was du willst, kannst andere Leute schlagen wie den Kühnern und weiß nicht, Drogen nehmen, und es gibt scheinbar keine Konsequenzen, ne? Das kann einen schon irgendwie aufregen. Er würde es wahrscheinlich sagen, ja, ich folge halt meinem Highest Excitement, und aber ich kaufe die Story nicht, das sage ich ganz ehrlich. Ich, also viele Influencer, die ich kennengelernt habe, nicht alle, überhaupt nicht alle, aber sind privat, also da ist wirklich nur Schein, und darunter ist absolutes Chaos, und ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass so ein Lebensstil, der so auf Dopamin baut, man hat ihn ja auch in wirklich schlechten Zuständen gesehen, dass das irgendwie nachhaltig ist. Aber ganz ehrlich, jeder kann mit seinem Leben machen, was er will, ne? So, wenn ich mein Leben so einem riesen Feuerball unter Umständen vor die Wand fahren will, was wir auch letztlich nicht wissen, ob er das macht, muss er das machen. Ich finde es halt schwierig, das so zum, dadurch, dass ich die ganze Zeit sage, wie unglaublich glücklich ich bin, verkaufe ich natürlich auch was, und ich finde das einfach nicht realistisch. Also Menschen sind nicht immer glücklich so, und das macht mich schon immer misstrauisch. Und dann kurz danach irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was es ist. Ich glaube, es ist irgendwie Tabakderivat, also letzten Endes, aber irgendwie Drogen zu verkaufen, die ja auch so für so heilige Rituale gemacht sind, und die aber so in so einem Alltagskontext offensichtlich ständig zu benutzen und dann auch weiter zu verkaufen. Ob das hier so hochschwingender Content ist, sagt ihr es mir. Aber letzten Endes, es hat mir jetzt Alina erzählt, ich hoffe, das stimmt überhaupt, dass jetzt auch die Kinder ständig gezeigt werden, dass die Tochter mit unter 10, glaube ich, einen eigenen Instagram-Account kriegen soll. Ja, dann weißt du, das ist für mich diese Influencer-Welt, keine Grenzen, alles zeigen. Also wie er auch seine Kinder da zeigt, schieben mir so ein bisschen die Haare zu Berge, so, wenn man überlegt, was das jetzt auf ewig im Internet ist. Keine Grenzen, noch mehr Content, noch mehr Social Media, noch mehr. Ich bin auch ein bisschen ratlos langsam, weil ich verstehe manchmal echt die Welt nicht mehr. Also ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr, und ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Vielleicht könnt ihr was dazu sagen, schreibt es in die Kommentare, und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.